Was geht ab, Bros and Sisters? Hier ist Danergy. I'm Danergy, got a lot of energy. Und zwar reden wir heute über ein Thema, das eigentlich jeder YouTuber schon mal gemacht hat. Aber ich habe eine andere Meinung als jeder einzelne YouTuber da draußen. Swag! Jetzt entspann dich und denk nicht, oh, Dani ist voll eingebildet, abgehoben und so. Er hat abgehoben, er hat abgehoben. Nee, Mann, zeig euch jetzt einmal die fünf schlimmsten Dinge einer Frau. Einer Frau, die einfach eigentlich schön ist, aber sie einfach Sachen macht, die nicht passend sind. Ich sag euch jetzt nur das, was ich in Erfahrung gebracht habe. Ist das richtiges Deutsch? Mir scheißegal. Der erste Punkt ist direkt eine der schlimmsten Sachen, Leute. Also ich war mit dem Mädchen draußen und wir haben uns voll toll unterhalten. So, wir haben halt voll geredet und haben Popcorn gegessen. Ich habe natürlich ausgegeben, weil ich der Junge bin. Und wir haben uns einen schönen Abend gemacht. Und wir sind den ganzen Abend gegangen. Und ich dachte mir, wow, diese Mädchen, sie ist einfach wunderschön. Sie hat sogar bei mir geschlafen. Geschlafen? Du stehst morgen früh auf, du guckst in die Augen. Du denkst dir, oh, wunderschöne Mädchen, du hast sie, oh, puta de madre. Dann sie macht, guten Morgen. Ihr Mundgeruch ist einfach so hart, Leute. Alter, das ist richtig so aus dem tiefsten Gully Deutschland, so, weißt du? So richtig so, die holt das da raus, Alter, so. Ah, guten Morgen. Ich weiß, Männer haben das auch, aber Frauen, ihr seid Frauen, ihr habt Classy, ihr seid Glamour. Glamour, weißt du was mein, ey? Zweite Sache, direkt auch eine der schlimmsten Sachen. Jungs, ihr versteht mich einfach alle, Alter. Gelbe fucking Zähne. Man muss nichts mehr dazu sagen, Oger. Oger. Ja, gelbe Zähne hatten noch Ogers früher in der Steinzeit. Weißt du, was ich meine? Die hatten alle diese gelben Zähne und genau das hast du. Vielleicht habe ich auch... Nee, ich habe gerade nicht. Oger. Triffst sie, ihr Auge ist... Ich wieder mit meinen Augen, Alter. Ja, ihre Haare sind so wunder... Girl, you got... Und dann macht sie so... Du denkst nur so, wow, my eyes are bleeding, man. My eyes are bleeding, man. Dann noch Mundgeruch, wow. I wasn't ready. Ihr seid zusammen 3 Monate so, ihr habt gechillt, ihr habt geschafft Sachen und so, ihr habt echt viel gemacht so und ihr habt auch geschafft so, euch zu trauen Sachen, zum Beispiel rülpsen und so und zu chillen und halt nicht zu übertreiben und sagen, lass das mal und so und ihr wisst, was der andere mag so, okay? Das klingt aber gar nicht klar, wenn die Frau dann bläht. Einfach so, ohne Ankündigung. Sagt dann noch. Es stinkt nach Rosenblüten. Es stinkt nach blauen Wunderkerzen. Es stinkt nach Einhornpups. Du guckst genauso wie wir in die Toilette, nachdem du geschissen hast. So, weißt du, was ich meine? Ist ja klar, ich verstehe das. Aber ich meine nur, dass du das nicht vor mir zeigen musst, dass du das kannst. Kannst du wenigstens so tun, dass du es nicht machst? Oder kannst du so wenigstens so tun, als ob du das gar nichts machst? Oder einfach nicht in meiner Ich kann gar nicht mehr reden, Alter. So habe ich mich auch gefühlt, als du gebläht hast. Einfach so... Hyperventiliert, Alter, was ist da los? Bitte nicht machen, Mädchen, das ist echt down, Moment. Das ist down. Ich krieg dadurch ein Down-Syndrom. Wisst ihr, was ich meine? Frauen, sagt bitte nicht, Digga. Sagt bitte. Bitte. Alles, du kannst alles machen, weißt du? Aber mach bitte nicht... Okay, du darfst nicht Mundgeruch haben, gelbe Zähne oder blähen. Aber ich meine nur, du darfst nicht... Du darfst nicht Digga sagen. Weil wenn du das machst, gibt's ein paar Probleme. Du sagst Digga, dann heißt es direkt, ich bin dein Freund. Du sagst Digga, du kommst direkt als Kenneck-Mädchen rüber. Also als Güle. Du sagst Digga. Und dein ganzes weibliche Bild, das ich mir vorstelle von dir, macht einfach... Versteht ihr, was ich meine? Lass es sein. Sonst fange ich an zu reimen. Und dann fängt alles in Schleim. Spaß, okay, sorry. Ich weiß, es war in der Legende, dass Männer Schweine sind. Und Männer nur das eine wollen. Und nur Männer immer nur Scheiße bauen. Und andere Chicks noch dabei haben. Sidechick. Und du bist mein Maincheck. Spaß, du bist auch ein Sidechick. Leute, nicht jedermann ist so. Ja, ich bin ja ein guter Junge. Ja, ich bin echt ein guter Junge. Aber... Ihr vertraut mir nicht. Warum vertraut ihr mir nicht? Da musst du doch sagen, Schatz, ich vertraue dir. Geh da mit Sabrina und Gabriela auf die Hausparty von Chantal und den anderen Bitches.
Weißt du, was ich meine? Ihr müsst mir einfach vertrauen. Wenn ich sag schon, ich liebe dich, dann musst du mir auch vertrauen, dass ich dich liebe. Warum machst du es nicht? Warum musst du dann irgendwelche Geschichten erzählen? Und das ist das Krasse. Sie erzählen irgendwelche Geschichten und die sind dann anscheinend real. Ja, das heißt, dass wenn ich sage, ich gehe mit Sabrina raus und sie ist nur meine beste Freundin, denkt sie sich, oh, sie hat bestimmt was mit ihm. Und dann ist es wahr für sie. Es ist wahr für sie. Wenn er mich nicht lieben würde, dann würde er das machen, aber dann wäre er auch nicht der Richtige für mich. So müsst ihr immer denken und so denke ich das auch bei anderen Mädchen, wenn ich zum Beispiel mal nicht vertraue. Okay, das macht keinen Sinn. Schreibt in die Kommentare einfach, was du glaubst, was Frauen richtig gut können und was sie einfach drauf haben und was richtig gut an ihnen ist. Und Jungs, schreibt auch rein, was an Frauen richtig geil ist und was richtig cool ist und schreibt nicht nur Peace, Leute. Abonnieren nicht vergessen!